Irish Punch, lad. Hi, Jimmy. Schöne Nacht. Öffne mir die zweite Tür. Einzige autorisierte Person? Beverly Turns. Haarfarbe blond, Augenfarbe blau, Oberweite gigantisch. Taille 60, Hüften 91. Identifizierung positiv. Zutritt gewährt. Ach, schön. Gut gemacht. Vorsicht, Vorsicht. Da, ja, da. Nein. Wo willst du hin? Ja. Gut. Nein. Ja. Nein. Hä? Und so bewegte Liz dank des Kürbispunsches Jimmy Love dazu, ihr die Tür zum Büro der Sekretärin zu öffnen. Danke, mein Süßer. Fitzrandalls Villa, Halloween-Abend, Exklusiv-Interview, Big Orbert. Hallo, Orbert. Liz Eller vom Quiz. Hä? 4 Fragen. 20. Sag mir, warum du in das Büro des Magnaten Fitzrandolph eingebrochen bist. 12. Was hast du in der Hand? 1. Habe ich mir das Gerücht, dass du Kleptomane bist, nur ausgedacht, um dich aus der Reserve zu locken? 4. Hörst du mir überhaupt zu? Pass auf, gib das hier umgehend dem immateriellen Mann. Hast du verstanden? Und beeil dich. Amen, Liz. Das eine Mal näherte sich ihr das Glück. Und dann nur, um ihr ein Bein zu stellen. Obwohl es ihr gelungen war, Fitzrandolphs Büro zu betreten, würde sie Alberts Geheimnis erst auf die Spur kommen, wenn sie die Nachricht las. Ein bisschen üppig, mir zu ausladend. Schöner Leseplatz. Merkwürdig, dass Fitzrandolph so ein altes Modell benutzt. Letztendlich finanziert er die Erfindungen von Professor Fly, der viel modernere Phonographen gebaut hat. Eva Morte, die dunkle Dame. Sie ist bösartig und unglaublich gemein. Garten, Bootssteg. Und am anderen Seeufer das Filmstudio. Wenn ich Musik anmache, muss ich tanzen. Aber nach dem Gelächter auf der Party habe ich gar keine Lust mehr. Ich möchte es nicht. Sie sieht wie Mama aus, aber ohne Markenklamotten. Ein verantwortungsloser Mensch wie Dan Murray würde sich hier hinsetzen und... Einschlafen. Sport macht müde. Was soll ich mit einer Fruchtbarkeitsgöttin? Hat Fitzrandolph sie aus einem seiner Filme mitgenommen. Die bekäme ich nicht vom Fleck. Und wozu auch? Zum Mitnehmen. Seit meiner Zeit als Praktikantin bei JFKO aus Los Angeles ertrage ich keinen Rundfunk mehr. Was denn nicht? Ich möchte es aber nicht. Bleistifte. Für Radios benutzt man seit Ewigkeiten keine Kurbel mehr.
War das im angrenzenden Büro? Was ist das denn? Fitz Randolph ist doch ein Fuchs. Cool. Wenn er die Kurbel des Phonographen einmal dreht, rotieren der Tisch, ein Teil des Fußbodens, die Wand und dann kommt das zum Vorschein. Pass auf, Liz. Das rosa Bett. Fitz Randolphs schmutzige Unterwäsche. Exklusiv von Liz Allaire. Ach, vergiss es. Die Skandalpresse interessiert mich nicht. Wieso denn? Ein Eiswürfelbecher, eine Zange und eine Dose Kaviar. Hm. Hier diktiert Fitz Randolph seiner Sekretärin also Briefe. Nur die langen. Mag ja sein, dass... Das soll was nehmen. Die teuerste Sorte Kaviar. Meine Schwester Anne-Marie, die Kluge, benutzt sie auch, um Häppchen zu machen. Du hast viele Probleme. Auf gar keinen Fall. Du legst dich schlafen und wachst als Hannah Montana auf. The fuck? Gut, dann... Huch! Habe ich vorher nicht gesehen. Und das hier auch. Dann drehen wir mal wieder zurück. Vielleicht fällt das ja gut auf. Vielleicht ist ihm das Essen nicht bekommen. Der Türöffner. Der Türöffner. Hi, Jimmy. Du bist meine beste Freundin. Ich hab dich so doll lieb. Jimmy. Ah, komm in meine Arme, Beverly, mein Schatz. Hi, Jimmy. Verstehst du? Ich nicht? Es ist alles hell und dann plötzlich irgendwie neblig. Hi, Jimmy. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Jimmy Love heiß. Hi, Jimmy. Ach, wie gut es... Okay. Ich dachte, ja, vielleicht nicht mehr. Es gibt nicht vielleicht Sprachen mehr. Los, Liz, go raus. War das? Was war denn das? Naja, vielleicht mag der kleine dicke Hund oder der dünne Hund, ich weiß nicht. Kabinett. Und das heutige Zauberwort lautet Kaviar. Ach Gott, das ist spannend. Obwohl die wirkliche Magie ist, dass hier etwas Geschriebenes zu finden war. Mein Hübscher. Leugne nicht. Du hast Big Albert gesehen. Wozu das offensichtliche Leugnen? Um zu versuchen, das Unvermeidliche zu vermeiden? Hast du Big Alberts Notiz? Nein. Ich begegnete dem immateriellen Mann in der Halle und gab sie ihm. Alles kommt an sein Ende. Hat er vielleicht mich...
Weißt du, was Orbert darauf geschrieben hatte? Aber wozu denn? Wenn wir alle so oder so gleich enden werden. Das wird Jimmy Love doch ein bisschen angehen. Weißt du, in welche Richtung Big Orbert gegangen ist? Ja. Er ist... Ich weiß es nicht. Wozu auf die Dinge Acht geben, wenn alles umsonst ist? Oh, Phil. In welche Richtung ging der immaterielle Mann? Es gibt nur eine mögliche Richtung. Das Nichts. Das Unbekannte. Das Abkratzen. Deutlich ist nur, dass du gar nichts weißt. Nur das Grab ist uns gewiss. Reden wir über Tobi 3 und seine Hütte. Wie verstehst du dich mit Tobi 3? Ich gebe ihm zu essen. Ich putze seine Hütte. Er beißt mich. Das pralle Leben. Was frisst Tobi 3? Nur Feines. Nur Kaviar. Den besten. Der ist ein bisschen eigen, oder? Bald wird er sterben. Wie Tobi 1, wie Tobi 2... Wie Tobi 4. Andere Tobbys werden kommen und auch den Löffel abgeben. Kannst du Tobi 3 ablenken? Für mich? Es gibt so viele Dinge, die ich nicht tun kann. Ich habe schon gegessen, Archie. Du kannst sie haben. Ich bin nicht Archie. Ich verstehe nicht. Verwirrend. Es ist wie sterben. Lassen wir Tobi 3 in Ruhe. Naja. Falls wir... Nein in Villa, nein in den Flur. Wir hatten Bleistift. Nimm die mit. So ein Glück. Da hat noch niemand drauf herumgekaut. Ich glaube, sie hätte auch nicht fürs Schreiben gehabt. Zum Lager. Schnell. Als sie endlich herausbekam, was Big Albert geschrieben hatte, eilte Liz in Richtung Fitz Randolphs Lager auf der Rückseite der Villa. Auf zum Lager! Okay. Hoffentlich sind Big Albert und der immaterielle Mann noch da. Ich lasse das Diktiergerät laufen. Gute Idee. Leise. Immaterielle? Die ihm das angetan haben, kommen wieder. Hilf mir. Ja, selbstverständlich, aber wie? Den wichtigsten Teil haben wir schon gut verwahrt. Begraben wir nun den Rest. Licht aus. Am nächsten Mittag wurde Dan äußerst unsanft vom Telefon geweckt. Es war sein Chef. Weder Liz noch Dan waren an dem Morgen in der Redaktion erschienen. Und der Chef war irgendwie, sagen wir, aufgebracht. Ich werde keine Abwesenheit mehr dulden. Verstehen Sie das? Herr Murray, nein, er versteht es nicht. Die Reportage über die gestrige Preisverleihung kommt jetzt nicht mehr in die Sonntagsausgabe. Sie und Miss Allaire haben jetzt enorme Schwierigkeiten. Verstehen Sie das, Herr Murray? Sie haben jetzt... Enorme Schwierigkeiten. Und knallte den Hörer auf. Widerwillig machte sich Dan auf zu Fitz Randolphs Villa. Edgar erzählte ihm, dass Liz im Lager gesehen worden war. Einem Ort, an dem sie offensichtlich nicht mehr war. Herauszufinden, was seiner geschützten Kollegin zugestoßen war, würde nicht so einfach sein. Was für eine geschätzte Kollegin. Los Angeles Stadium, Freitagabend. Manny Brown, Rico Sandretti. Das ist das Wichtige. Ja, der hat die Karten noch. Oh. Immaterieller. Scheint von einem Film zu sein. Er macht es hier drin ein bisschen wohnlicher. Zu Hause habe ich ein ähnliches. Da schlafe ich immer. Außer wenn ich Besuch habe. Wo schläfst du dann? Ja, klar. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich auf Filmmonster stehe? 5 Sekunden Auszeit. Dann komme ich wieder aufs Spielfeld. Sport macht müde. Macht das ja wirklich? Okay, bis zum nächsten Mal.